Hey, ich zeig dir gleich ein paar Logos und du musst das richtige Logo erkennen. Wir spielen 4 Runden mit jeweils 20 Logos. Notiere deine Punkte und schreib mir in die Kommentare, wie gut du warst. Auf die Plätze, fertig, los! Wahrscheinlich siehst du es nicht so oft, aber vielleicht kannst du vom Gefühl her sagen, welches Logo richtig ist. Das Walmart-Logo hat einen Funken. Es ist also das rechte. Das ist jetzt kinderleicht. Welches ist das richtige Nutella-Logo? Richtig, das auf der linken Seite. Und was ist mit Chupa Chups? Das hier. Wusstest du eigentlich, dass Salvador Dalí das weltberühmte Lollipop-Logo gestaltet hat? Lust auf einen Kaffee bei Starbucks? Aber bei welchem? Na, bei dem hier. Oh, ich liebe Schokolade. Kennst du das richtige Dorf-Logo? Jo, es ist das linke. Welches Lays-Logo ist korrekt? Das hier. Erinnerst du dich an das richtige Mars-Logo? Da ist es. Als nächstes ist Coca-Cola dran. Wähle eins. Das ist das richtige. Was ist mit M&M's? Links oder rechts? Es ist das auf der rechten Seite. Hershey's, kennst du das richtige Logo? Richtig, es ist das hier. Ich weiß, das war ganz schön schwer. Das hier kennst du ganz sicher. Es ist Pepsi. Und das korrekte Logo ist... das rechte. Und wie steht's mit Mountain Dew? Du denkst bestimmt, es ist das linke Logo, aber nein, es ist das rechte. Dr. Pepper, kennst du? Okay, die Zeit ist um. Es ist das hier. Haribo macht dich bestimmt auch froh. Und welches Logo ist korrekt? Richtig, es ist das linke. Ich wette, du hast schon mal Oreo-Kekse gegessen. Erkennst du das Logo? Es ist das auf der rechten Seite. Machst du Ketchup auf deine Pommes, dann weißt du, wie das richtige Heinz-Logo aussieht, oder? Das ist tricky, aber es ist das linke. Und jetzt Dunkin' Donuts. Auch tricky, aber verliere nicht den Mut. Es ist das rechte. Und kennst du Coffee Bean and Tea Leaf? Links ist ihr Logo. Wasser trinken ist wichtig. Also sag mir, welches Aquafina-Logo das richtige ist. Ja genau, es ist das rechte. Das letzte aus der Nahrungsmittelkategorie, Lipton, ist eine weltweit bekannte Marke. Hast du auf das richtige Logo getippt? Es ist das rechte. Gut gemacht. Nächste Runde. Kennst du dich mit Filmen aus? Mal sehen, ob du dich an einige der berühmtesten Logos erinnerst. Fangen wir mit etwas an, das jeder kennt und mag. Welches ist das richtige Simpsons-Logo? Kein Zweifel, es ist das hier. Welches ist das richtige Titanic-Logo? Es ist das linke. Die Originalschrift war golden. Und was ist mit die Tribute von Panem? Schade,
Stimmt, das Logo ist auch golden. Du bist gut dabei. Erinnerst du dich noch, wie das Shrek-Logo aussieht? Genau, das S hat die Ogerohren. Ich weiß, das wird einfach. Welches ist das Batman-Logo? Das war ja ein Kinderspiel. Das Logo hat zwei Farben, schwarz und gelb. Kennst du das richtige Marvel-Logo? Ja, es ist das auf der rechten Seite. Jetzt pass gut auf. Erkennst du das richtige Monsters Inc.-Logo? Ja, es wäre nicht dasselbe, wenn ich das Auge nicht direkt angucken würde. Hardcore Flashback, Tom und Jerry. Welches ist es? Tappe nicht in die Falle. Ah, da ist es. Okay, ohne Spider-Man geht es in der Kategorie Filme einfach nicht. Welches ist das Original-Logo? Genau, das rechte. Jurassic Park. Welches ist das richtige Logo? Gut gemacht. Wie sieht das echte König der Löwen-Logo aus? Es ist natürlich das rechte. Und welches Star Wars-Logo ist korrekt? Das hier, junger Padawan. Das ist schon etwas schwieriger. Welches ist das Herr der Ringe-Logo? Genau, das ist es. Futurama, was sagst du dazu? Es ist das linke. Und was sagst du zu Family Guy? Ja, das hier. Eins davon ist das X-Men-Logo. Welches? Da ist es. Daran wirst du dich erinnern. SpongeBob. Hier ist das Original. Erkennst du das richtige Nickelodeon-Logo? Natürlich ist es das linke. Den Filmteil hast du gleich geschafft. Nur noch dieses hier. Welches ist das korrekte Avatar-Logo? Gut gemacht. Wir haben aber noch ein paar Logos vor uns. Runde 3. Computerspiele. Entweder du liebst es oder... Ach, egal. Ich wette, du hast es mindestens einmal gespielt. Also, wie sieht das Sims-Logo aus? Gut gemacht. Was ist mit dem Electronic Arts-Logo? Schau her, es ist das linke. Und was ist mit Lineage 2? Welches ist korrekt? Das auf der rechten Seite. PlayStation. Erkennst du das richtige Logo? Genau, da ist es. Ich weiß, das war ziemlich schwer. Minecraft, das ist einfach. Das korrekte Minecraft-Logo ist das linke. Dieses Spiel hat weltweit über 100 Millionen registrierte User. Ich weiß, du kennst das richtige Logo. Okay, das Hearthstone-Logo ist das linke. Was ist mit Dota 2? Tja, das war einfach. Nur ein Fallout-Logo ist richtig. Pass auf, das ist knifflig.
Gut gemacht. Das richtige Logo ist das rechte. Erkennst du das echte Mortal Kombat Logo? Da ist es. Fruit Ninja. Irgendeine Ahnung? Richtig. Fruit ist bunt und Ninja ist silbern. Homescapes. Schon mal gespielt? Nur ein Logo ist richtig. Schau her, es ist das linke. Was denkst du, welches ist das Flappy Bird Logo? Da ist es. Erinnerst du dich an das richtige Sonic Dash Logo? Hier. Streamen macht Spaß, oder? Jetzt zeig mir das richtige Twitch Logo. Es ist das linke. Gut gemacht. Ein paar noch. Genshin Impact. Welches ist es? Das auf der rechten Seite. Und was ist mit Skyrim? Da ist es. Welches Fortnite-Logo ist das echte? Kein Zweifel, es ist das auf der linken Seite. Sag mir, welches ist das korrekte Overwatch-Logo? Gut gemacht. Hast du schon mal Destiny 2 gespielt? Nein? Finde trotzdem das Original-Logo. Die Zeit ist um, es ist das hier, auf der linken Seite. Und was ist mit Rocket League? Drei, zwei, eins. Das echte Logo ist das linke. Und Runde 4. Autos. Kennst du Dodge? Da ist das Logo. Erkennst du das Logo von Chrysler? Es ist natürlich das linke. Der gute alte Ford. Ich fahre auch einen. Kennst du sein Originallogo? Klar, die Hintergrundfarbe ist blau und nur blau. Und was ist mit Chevrolet? Richtig, das auf der linken Seite. Innen Gold und außen Silber und nicht umgekehrt. Jetzt zeig mir das richtige Jeep-Logo. Komm schon, das ist ganz einfach. Es geht wieder um Farben. Das Richtige ist grünlich. Erkennst du das richtige Tesla-Logo? Das war knifflig. Es ist das rechte. Weiter geht's. Mal sehen, ob du weißt, wie das Mercedes-Logo aussieht. Da ist es. Hast du eine Idee bei BMW? Ja, es ist innen blau, nicht rot. Volkswagen, für welches entscheidest du dich? Es ist das rechte, gut gemacht. Das linke scheint auf dem Kopf zu stehen. Porsche, welches ist korrekt? Genau, das hier. Audi, worauf tippst du? Genau, das echte Audi-Logo hat 4 Ringe, weiß doch jeder. Und kennst du das Bentley-Logo? Das richtige Logo ist auf der rechten Seite. B steht für Bentley und das links sieht eher nach einer 8 aus.
Das solltest du erkennen. Welches ist das korrekte Toyota-Logo? Offensichtlich das rechte. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Mitsubishi, was denkst du? Genau, da ist es. Er besteht nur aus drei Elementen. Honda. Und du tippst auf... das hier. Gut gemacht. Nur noch fünf Logos, die schaffst du. Bonjour Citroën. Erkennst du das Logo der französischen Automarke? Genau, da ist es. Was denkst du, welches ist das Peugeot-Logo? Da ist das Richtige. Renault, erkennst du das Richtige? Ja, wenn du das Richtige gewählt hast, fast geschafft. Was ist mit dem Cadillac-Logo? Das echte Logo ist auf der linken Seite. Und auf welches Ferrari-Logo tippst du? Das war einfach, stimmt's? Da ist es. Hey, gut gemacht. Wie hast du abgeschnitten? Schreib es unten in die Kommentare.